Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich überbringe euch die herzlichen und solidarischen Grüße der streikenden SSB-Kollegen. Wenn in Untertürkheim 4000 Arbeitsplätze vernichtet werden sollen, ist das ein Angriff auf uns alle. Ein Angriff auf uns alle, den wir auch gemeinsam zurückschlagen müssen. Es ist ein Angriff auf die ganze Belegschaft des Konzerns. Es ist ein Angriff auf die ganze Region. Die Kollegen beim Eberspächer kämpfen bereits. Es ist ein Angriff auf alle Beschäftigten in der Region, zum Beispiel in der jetzigen Tarifrunde in Verdi, unsere Gegner, der Seehofer und der Kommunale Arbeitgeberverband, die denken so: Wenn beim Daimler entlassen wird, wenn es den Daimler-Kollegen an den Kragen geht, dann müsst ihr froh sein, dass ihr überhaupt noch arbeiten könnt und ihr müsst jede Kröte schlucken. Das werden wir uns nicht bieten lassen. Wir haben gefordert, 35-Stunden-Woche bei vollem Entgeltausgleich. Wir haben bisher 39. Und die wagen es, von uns 40-Stunden-Woche zu fordern. Das habt ihr bereits, ich glaube 2004, zurückgeschlagen. Wir alle, Daimler, egal wo, welcher Betrieb, wir alle, der öffentliche Dienst, die Metaller, wir alle sind gemeinsam betroffen und wir müssen das zurückschlagen. Wir sind nicht verantwortlich für die Weltwirtschaftskrise. Ihr seid nicht verantwortlich für die Dieselschweinereien. Keiner von uns hier ist verantwortlich für Corona. In Deutschland gibt es kein umfassendes Streikrecht. Das Streikrecht ist beschränkt auf Tariffragen. Davon dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. In Frankreich zum Beispiel ist es völlig normal, dass die Gewerkschaften, und es ist legal, dass die Gewerkschaften zum Kampf gegen Arbeitsplatzvernichtung aufrufen. Kolleginnen und Kollegen, ihr steht nicht allein. Wenn ihr euch für den Kampf entscheidet, steht die ganze Region hinter euch.